Ich bin das nicht gewohnt, vor Publikum zu sprechen, also ein bisschen Nervosität ist da. Aber ich wollte die Gelegenheit mal nutzen, um mal ganz allgemein zu sprechen, was hier eigentlich so die ganzen Jahre abgeht. Und wir werden hier alle gefangen gehalten in einem absoluten Lügenkonstrukt. Ganz so? Okay. Wir müssen wirklich alle mal jetzt die Augen aufmachen, was hier eigentlich über Jahre und Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, eigentlich in dieser Welt passiert und wer eigentlich die Kontrolle in der Welt hat. Ich gucke mir hier ein System an und ich gucke wirklich sehr aufmerksam und ich analysiere das schon 10 Jahre eigentlich, sehr intensiv. Und ich frage mich, was an diesem System ist nicht geheuchelt? Was in diesem System, in dem wir leben, ist eigentlich, wo wir sagen, das ist gut, darauf können wir stolz sein. Ich gucke mir ein Rechtssystem an, wo nicht derjenige Recht bekommt, der Recht hat, sondern der Geld hat, um sich einen teuren Anwalt zu leisten. Nicht der Recht hat. Ist scheißegal. Darum geht es nicht. Ich gucke mir eine Landwirtschaft an, die, also in einem Land mit einer Nazi-Vergangenheit, ja, wo das Leben, wo man mir als Schüler erklärt, dass das, was die Nazis gemacht haben, was Grausames ist, was nie wieder passieren darf, ja, so mit Leben umzugehen. Ich gucke mir eine Landwirtschaft an, eine Massentierhaltung, wo systematische Tierquälerei in der Geschichte der Menschheit noch nie so ein Ausmaß gefunden hat, wie es heutzutage der Fall ist. Wir ernähren uns hier von kranken Vieh, Leute. Das ist alles krank. Ich gucke mir da Hühner an, die haben keine Federn mehr. Ich gucke mir Kühe an, die müssen jeden Tag 100 Liter Milch produzieren. Im Fernsehen zeigen sie uns einen Hund, ja, der ein bisschen gequält wird und alle schreien und kriegen Tränen im Gesicht. Aber wenn Millionen über Millionen Tiere vom ersten bis zum letzten Tag ihres Lebens leiden müssen, ist es allen scheißegal. Und wir essen den Kack auch noch. Wenn ich ein Stück Pute in eine Pfanne lege, dann ist das innerhalb von 2 Minuten so überfüllt mit Wasser, wo ich mich frage, wo kommt denn das ganze Wasser her? Das ist alles minder. Qualität kann sich ja keiner mehr leisten. Das ist ja das Problem, was wir hier haben. Ne? Wir sind ja alle hier Opfer des Geldes. Und Geld ist zwar ein unendliches Gut, ja? Wie viel Geld gibt es auf der Welt, aber egal, wer ehrlicher Arbeit nachgeht, da darf nicht viel erwarten. Der muss schuften, 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 40 Jahre lang. Meine Mutter, 40 Jahre lang, ja, eine höchst anständige Person, 40 Jahre lang gearbeitet und kriegt jetzt eine Rente von 900 Euro. Super, 900 Euro. 650 Euro Miete, bleiben dir noch 250 Euro. Was machst du denn damit? Ist das noch Leben? Für 40 Jahre anständig gearbeitet, sinnvolle Arbeit vor allen Dingen? Ich gucke mir ein Gesundheitswesen an, was hier gesagt wurde. Man muss sich wirklich mal fragen, wie lange wollen wir uns hier noch verarschen lassen, Leute? Wie lange wollen wir diesen Blödsinn hier noch mitspielen? Ein Gesundheitssystem, was an einem kapitalorientierten Markt angekoppelt ist, wo Pharma nicht dem Menschen verpflichtet ist, sondern nur ihren Aktionären. In einem System, wo wir uns allen erklären, wir müssen jedes Jahr mehr Müll produzieren, mehr Müll produzieren, mehr, um irgendeinen Standard aufrechtzuerhalten, wo wir uns selber fragen, was für ein Standard eigentlich, was brauchen wir Menschen? Also ich brauche was zu essen, was zu trinken, Luft zum Atmen brauche ich, ja, ein Dach über dem Kopf wäre auch nicht schlecht und ein bisschen Kleidung, eine Wohnungseinrichtung, dann ist ja gut. Dann haben wir erstmal alles, was wir brauchen. Wofür produzieren wir hier eigentlich die ganze Zeit? Die Konzerne, unsere deutschen Konzerne. Es ist wirklich unglaublich, egal wo man hinguckt, unsere deutschen Konzerne rauben den ärmsten Ländern dieser Welt die Bodenschätze auf verbrecherische Art und Weise. Eingesetzt sind in diesem Land immer irgendwelche vom System, ja, eingesetzte Figuren, die sich für Geld haben kaufen lassen. Denen verkaufen wir dann auch noch Waffen, erklären denen, dass sie sich gegenseitig erschießen dürfen, ja, und bringen dann unseren Giftmüll wieder zurück. Und das ist die Demokratie, in der ich lebe. Als Kind hat man mir erklärt, wir sind die Guten. Heute weiß ich, wir sind die Bösen. Ich möchte nicht der Böse sein. Ich akzeptiere es nicht mehr hier, ich akzeptiere es auch nicht für die deutsche Geschichte, Leute. Diese deutsche Geschichte ist eine so reichhaltige Geschichte. Ja, wir als Deutsche, und ich bin ja nur halber Deutscher, ich bin Deutscher, meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Perser. Auch die persische Geschichte ist eine reichhaltige kulturelle Geschichte. Aber lasst uns doch mal wirklich überlegen, was für eine Schande diese Medienmenschen, diese Politikermenschen, diese Geheimdienstmenschen, diese, ich weiß nicht, ob... Wollen wir sie noch Menschen nennen? Ein Mensch definiert sich über Menschlichkeit. Haben sie noch Menschlichkeit? Ich glaube nicht. Also lasst uns Unmenschen nennen. Für mich sind das Unmenschen. Die sind gefangen in einer komischen Blase, die hier überhaupt nichts mehr mitbekommen. Ich komme ja aus Berlin. Wir müssen uns wirklich mal überlegen, warum ein Volk mit so einem Potenzial. Und ich sage euch eins, ich weiß, die Deutschen,
wir sind anständig, ihr seid anständig, sehr anständiges Volk. Ich wurde noch nie in meinem Leben hier von einem Deutschen irgendwie wirklich, bravo, sehr gut, wirklich noch nie ein einziges, und ich muss wirklich, mir kommen fast immer die Tränen, ja, wenn ich überlege, was hier anderen teilweise hier passiert. Ich höre hier Kinderschändung. Nicht nur im Fernsehen, nicht nur in irgendwelchen Internetportalen, auch von Menschen, die berichten mir, ich habe letztens erst Welthungerhilfe, auch ein Thema, können wir gerne drüber reden, so ein Stand Welthungerhilfe. Erklär mir, seit 75 Jahren machen sie hier Welthungerhilfe. Und wenn du sie einmal fragst, übrigens, Schirmherr Bundespräsident Steinmeier, der Bundespräsident Steinmeier, KfW und weiß ich nicht was alles, jeder Vorstandsvorsitzende ist ein gelackter Mensch, den du da siehst. Und wenn du die einmal fragst, zeig mir bitte ein einziges Projekt, was ihr da geleistet habt. Dann zeigen sie dir einen Film mit einer Schauspielerin, die sich da hinstellt und sagt, ja, ist ja hier wunderschön und sonst irgendwas. Ich sag, bitte ein einziges Projekt, was braucht man denn bitte, um Nahrung zu produzieren? Saatgut. Wo ist das Problem? Warum müssen hier Millionen Menschen hungern? Diese Menschen hungern nicht trotz dieses Systems, oder nicht wegen, ja, nicht trotz dieses Systems, oder trotz unseres Lebensstandards, sondern wegen unseres Lebensstandards. Und das ist kein deutsches Problem, das ist ein globales Problem. Ja, dieser Kapitalismus ist das wirklich dreckigste, so mehr man über dieses System versteht, umso mehr versteht man, wie dreckig, sinnlos, bekloppt in allen Facetten dieses System eigentlich ist. Und dieses System haben wir grundsätzlich mal wirklich beiseite zu wischen. Wir brauchen jetzt wirklich mal auch Kräfte. Ich bin ein Mensch, ich habe mir auch Gedanken gemacht. Man kann für jedes Problem, kann man auch eine Lösung finden. Ist überhaupt kein Problem. Aber was wir brauchen ist, was ich hier auch leider, der große Vorteil der dunklen Seite ist, die arbeiten alle zusammen. Ja, das ist ein Konglomerat, das läuft auch alles über diese ganzen Bruderschaften, über diese ganzen Freimaurereien, Illuminaten, wie sie alle heißen. Ja, ich habe mich ja mal, ich sage euch, versucht das mal zu verstehen. Die haben eine Ideologie. Diese Ideologie ist, die Stärken stärken, die Schwächen schwächen. Das sagen sie dir ins Gesicht. Das sagen sie dir. Und das ist so eine krankhafte, bescheuerte Ideologie. Ja, was heißt denn das? Die Schwächen schwächen. Soll mir mal einer erklären, was heißt es denn, die Schwächen zu schwächen? Also wenn ich eine Schwäche habe, versuche ich doch meine Schwäche zu stärken. Und Stärken, ja, sind auch irgendwann mal nicht mehr stark. Also es heißt ja, Mut ist gut, aber Übermut tut nicht mehr gut. Ja, Disziplin ist auch vernünftig, aber überdiszipliniert ist auch nicht mehr gut. Und wir brauchen hier ganz neue Lösungen, Leute. Wir brauchen wirklich ganz neue Lösungen. Dieses System ist so kaputt in sich selber. Je mehr man darüber versteht, egal in welchem Bereich man guckt, glaubt mir. Diese Automobilindustrie. Vor 70 Jahren haben die Deutschen Autos gebaut, die sind 1 Million Kilometer gefahren. Ja, und wenn dann mal irgendwie was kaputt gegangen ist, hast du einen Schraubschlüssel rausgeholt, hast ein bisschen rumgedoktert und dann fuhr das Ding weiter. Wunderbar, schön, hast du weitervererbt, hast du später gesagt, ist jetzt ein Oldtimer. Heute die Autos, nach spätestens 2-3 Jahren geht eine Glühlampe kaputt, 750 Euro für eine neue Glühlampe. Also das ganze System verpflichtet uns dazu, immer minderwertiger zu produzieren. Immer minderwertiger, immer minderwertiger. Und das in einem Land, wo Made in Germany mal für was stand. Made in Germany stand mal für Qualität. Ich habe den Deutschen mal. Mein Vertrauen ist. Ich bin mittlerweile wirklich ein so enttäuschter Mensch, ja, von dieser. Von diesen Autoritäten, weil ich diesen Autoritäten auch mal mein Vertrauen geschenkt habe. Ja, ich bin auch mal mit Spiegel aufgewachsen. Ja, bis 16, 17, 18 Jahren habe ich mir jedes Mal die Spiegel angeguckt. Und für mich waren immer die Amerikaner die Bösen. Ja, dass hier die ganzen Kriege, dass das sowieso alles bekloppt ist, ja, wo man sich fragt. Ich möchte mal ganz kurz, wir müssen das wirklich mal, man muss wirklich den Kern des Problems finden. 2001 war ja dieses große Ereignis, 9/11. Jeder, der sich ein bisschen informiert weiß, war alles erstunken und erlogen. Die Amerikaner wissen es, ja, jeder, der ein bisschen aufgeklärt ist, weiß es. Es gibt ein Video auf YouTube, da sagt ein General, wie er Zeuge wurde, wie ein anderer General ihm erzählt hat, dass sie ein Strategiepapier haben, dass 7 Länder in so und so vielen Jahren platt gemacht werden soll. 6 Länder wurden davon platt gemacht. Ja? Die Medien machen aus Präsident Assad von einem Tag auf den anderen Diktator Assad. Die Medien machen aus, und Libyen ist wirklich einer der schlimmsten Sünden, die man sich überhaupt nur vorstellt. Das war eines der wohlhabendsten Länder in Afrika. Ja. Der hatte große Pläne für Afrika. Der wollte die Afrikaner befreien aus diesem Drecksystem. Ja? Und dann haben wir eine Hillary Clinton, müsst ihr euch alle mal angucken. We came, we saw, he died. Dieses Video auf YouTube, dieses Wesen dieser Frau, müsst ihr euch wirklich mal geben. Das müsst ihr euch 10, 15, 20 Mal am Stück angucken. We came, we saw, he died. Diese Hillary Clinton, dieser Obama, dieser Biden, das sind die Menschen, die von diesem System hier bevorzugt behandelt werden. Und ein Donald Trump, der einzige Präsident, der in der Geschichte der Amerikaner als Nicht-Angriffspräsident eingehen wird. Das hat er geschafft, 4 Jahre, kein Krieg. Bravo, Donald Trump, 4 Jahre lang mal kein Krieg.
Das ist der große Böse hier. Und Leute, das ist hier nicht umsonst passiert. Das ist hier passiert, damit es aufgeklärt wird und dass wir hier auch mal wirklich verstehen oder vielleicht auch wirklich mal die hässliche Fratze dieser, das sind Satanisten. Leute, das ist alles, jeder Freimaurer hat seine Seele dem Satan hergegeben. Ja, es gibt zwei Lehren. Die christliche Lehre ist es, das ist das, was Jesus gesagt hat. Kümmert euch um die Schwächsten in einer Gemeinschaft. Warum? Weil wir wie eine Kette funktionieren. Und wir sind immer nur so stark wie unser schwächstes Glied. Bravo, sehr gut. Aber wir müssen uns auch alle mal selber an die Nase fassen. Ich auch und wie jeder von uns. Ja? Wie kann es sein, dass wir es nicht schaffen mit all den Kirchen, mit all den Gemeinden, dass wir hier 20, 30, 40.000 Obdachlose mal wieder auf die Beine helfen? Scheint irgendwie nicht mehr zu funktionieren. Das mit all diesen Möglichkeiten, die wir haben. Also wir brauchen wirklich mal den Will to Act. Auch mal wirklich jetzt nicht immer nur reden, sondern auch mal überlegen, wie können wir den ganz großen Wurf machen? Und den ganz großen Wurf können wir machen. Ich sage euch, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Und wenn wir uns richtig organisieren, wenn wir es richtig angehen, wenn wir einmal zusammenarbeiten, wir brauchen dafür weder Geld, wir haben alle Möglichkeiten, haben wir. Wir müssen mal ein bisschen unkonventionell arbeiten. Ja, mal ein bisschen nicht das, was das System. Und ich sage euch mal was über Wissen. Ja, ich sage euch, heute weiß ich, auf Wissen ist geschissen. Wirklich. Bei Wissen kommt es immer auf die Quelle an. Und wenn die Quelle schon verseucht ist, dann ist all das Wissen, was du hast, auch nichts wert. Verstand, wer etwas in der Lage ist zu verstehen, ja, Verstand hat Bestand. Wenn du einmal eine Sache verstanden hast, dann hast du für dein ganzes Leben verstanden. Wenn du einmal verstanden hast, wie du Fahrrad fährst, kannst du dein ganzes Leben Fahrrad fahren. Wenn du einmal schwimmen kannst, kannst du dein ganzes Leben schwimmen. Ja, aber wenn du alles über Schwimmen weißt, aber noch nie im Wasser warst und ja, keine Ahnung hast, wie du dich im Wasser verhältst, dann weißt du gar nichts. Dann bist du im Wasser und kriegst Panik, weil alles Wissen, was du hast, merkst du, kannst du nicht benutzen. Diese ganze Wissenschaft, Leute, ja, das ist alles auch Freimaurertum. Sie schaffen Wissen. Ja, unnützes Wissen. Dieses ganze Rechtssystem ist so kompliziert und so bescheuert in sich selber. Ja, so eine Kleinkariertheit, das macht man kompliziert, damit wir nicht durchblicken. Ja, und jetzt möchte ich euch eine Sache sagen, wie ihr die mit den eigenen Waffen schlagen könnt. Wir haben einen Paragraphen, fahrt euch das mal wirklich rein. Das ist bestehendes Gesetz. Paragraph 222 Strafgesetzbuch. Kann jeder heute mal zu Hause gucken. Da steht drin Tierquälerei. In diesem Land ist es per Gesetz verboten, Tiere zu quälen. Per Gesetz verboten. Im Einzelfall bis zu 2 Jahre Haft und 25.000 Euro Schulden. Strafe, 25.000 Euro Strafe. Im Einzelfall. Es sei denn, man hat einen guten Grund. Und ich weiß nicht, Profitgier ist, glaube ich, kein guter Grund. Also, das, was Massentierhaltungsbetriebe sind, das sind illegale Betriebe, per Gesetz verbotene Betriebe. Also wir können dieses System mit ihren eigenen Waffen schlagen. Und wenn ich das hier habe, das ist hier so eine Anhörung von der Polizei, da war ich Tempelhofer Damm. Darf ich das einmal vorlesen, mit was für einem Blödsinn man uns hier belästigt? Ich lese das mal wirklich vor. Ja? Anhörung des Betroffenen wegen einer Ordnungswidrigkeit. Ich muss dazu sagen, das war Tempelhofer Damm, das war so ein laufender Zug, auch irgendwas Corona. Und da habe ich mich mit einem einzigen Typen an meiner Seite unterhalten. Das war ein einziger Mensch, mit dem ich mich unterhalten habe. Meine Maske war genauso wie hier, war so. Und jetzt hört euch das mal an hier. Sehr geehrter Herr Panahinik, nach meinen Feststellungen sollen Sie folgende Ordnungswidrigkeit begangen haben. Daher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, um prüfen zu können, ob der nachstehende Sachverhalt zutrifft. Eine Mund-Nasen-Bedeckung war in Berlin von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Versammlungen gerade denken solidarisch durch die Pandemie in Form einer aus handelsüblichen Stoffen hergestellten, an den Seiten eng anliegenden Mund- und Nase bedeckenden textile Barriere zu tragen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit geeignet ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln und Aerosolen durch Atmen, Husten, Niesen und Aussprache zu verringern. Die Mund-Nasen-Bedeckung war so zu tragen, dass Mund und Nase so bedeckt wären, dass eine Ausbreitung von Tröpfchen und Aerosolen durch Atmen, Husten, Niesen oder Sprechen vermindert wird.